Herzlich willkommen im Spezialdepot. Es geht weiter mit den Neuheiten Tasmanian Tiger 2016. Ich habe hier für euch das ganz dicke Ding. 100 Liter kriegt ihr da rein, wenn es sein muss. Und zwar ist es der Range Pack MK2. Die neueste Variante vom TT Range Pack also. 4,4 Kilo rund wiegt das Teil. Und ja, ich stelle es euch mal im Detail vor. Hier vorne ist das Frontfach von dem Range Pack MK2. Da haben wir Laserschnitte drin und da könnt ihr auch kleine Molletaschen durchfädeln. Und so sieht es dann hier aus. Wir haben hier eine extra Reißverschlusstasche und nochmal eine Stretchtasche. Das Bodenfach ist wieder unterteilt. Ihr könnt aber auch die Unterteilung mit dem Reißverschluss rauszippen, sodass ihr dann ein Fach von oben bis unten habt. Ja, wir haben hier seitlich wieder die Möglichkeit, Beil und so weiter zu befestigen. Ebenso seitlich angebracht sind die Taschen und das ist ganz cool, weil die Tasche gibt es auch einzeln und die ist hier mit Molle befestigt. Das heißt, die beiden Taschen seitlich, die könnt ihr abnehmen. Das ist der Tech Pouch 8 im Übrigen. Dieses große Frontfach hat jetzt noch eine besondere Bewandtnis. Ihr könnt hier den Reißverschluss lösen. So. Und habt dann einen Mini Daypack. Wenn ihr euren Notfall-Daypack abgenommen habt, dann habt ihr drunter noch einen Tragegriff und die Möglichkeit, auch wenn der Pack weg ist, hier noch große Sachen festzuzurren. Also finde ich eine richtig coole Nummer. Zum Beispiel das große Survival-Set. Wenn ihr es nicht am Mann tragen wollt, weil es zu groß ist, dann macht ihr das zum Beispiel direkt an den Rucksack hin. Kleine Survival-Sets sollten immer Mann sein. Aber als Ergänzung, als Ausbaustufe zum Beispiel für das kleine Survival-Set, das Survival-Set hier an den Rucksack, absolut coole Nummer, super klasse, gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, hier seitlich haben wir wieder die Möglichkeit, Trinkflaschen zu platzieren, links und rechts. Da passt zum Beispiel die Oasis rein oder die normalen Nierenflaschen. Dann schauen wir uns mal das Rückensystem an, wenn er schon so schön dasteht. Wir haben hier jetzt das X1 Rückensystem, das ist für schwere Lasten ausgelegt und das ist auch sehr variabel einstellbar. Das könnt ihr dann hier aufmachen und dann jeweils durch die jeweiligen Schlaufen durchfädeln, je nachdem welche Rückenlänge ihr habt bzw. wie groß ihr seid. Das hier seitlich können wir uns noch anschauen, passt auch zum Rückensystem. Ihr seht hier eine Metallstrebe, die dann die Lasten vom Rücken auf den ultrarobusten Beckengurt überträgt. Hier haben wir jetzt auch einen richtig dicken und gepolsterten Beckengurt, ideal für schwere Lasten. Noch kurz zum Deckel. Ihr habt hier die Möglichkeit, eure Trinkschläuche für die Wasserblase durchzufädeln, und zwar einmal, zweimal. Dann kann hier das Deckelfach stufenlos nach oben verstellt werden. Dann habt ihr die Möglichkeit, inklusive Deckelfach das Volumen nochmal deutlich zu erhöhen. Ist sehr schön gemacht. Hier haben wir eine Einstellung für die Schultergurte. Und wenn man das Rückensystem jetzt ganz weit unten einstellt, hat man sogar die Chance, hier
die zweite Einstellung zu verwenden. Also das ist ein Rucksack, der für sehr große als auch für kleinere Leute sehr gut geeignet ist. Und das ist auch ein ganz tolles Feature, dass man dann hier das umschlaufen kann, je nachdem, welche Position man hat. Hier seitlich haben wir auch wieder die Zurgurte dran und hier oben. Oben am Deckelfach gibt es die Möglichkeit, Isomatten zum Beispiel zu befestigen. Also da kann man schön oben auflasten und das ganze Deckelfach kann man eben auch nach oben fahren. Dann gibt es hier, wie bei TT üblich, ein Erste-Hilfe-Fach, wo ihr dann mit dem Reißverschluss die Erste-Hilfe-Sets platzieren könnt. Und hier oben haben wir einen großen Schneefang mit einem extra Zurgurt. Der Schneefang geht ziemlich weit nach oben und hat an der ersten Stufe und an der zweiten Stufe jeweils noch Zurgmöglichkeiten mit dran. Ja, ich habe jetzt hier, damit er aufgepolstert ist, einen Schlafsack rein. Innen im Rucksack sieht man hier die Metallstangen, die hier einmal, zweimal rauskommen und dann eben die Last auf das Beckensystem übertragen. Soweit zur Vorstellung vom Rangepack MK2. Wer einen Rucksack für schwere Lasten sucht, also 20 Kilo sollten da Minimum rein und ihr solltet den auch mit mindestens, ich sag mal, 60 Litern beladen, dass der Sinn macht für euch. Aber wer einen Allround-Rucksack für schwere Lasten sucht, der nicht ein zu hohes Eigengewicht hat, der ist mit dem Rucksack bestens aufgehoben. Soweit, so gut. Ich zeige euch mal den kleinen Bruder von dem Modell, nämlich den Pathfinder MK2. Bis gleich. Der Pathfinder MK2 ist mit seinen 3,3 Kilo Eigengewicht und rund 75 Liter Maximalvolumen auch eine sehr gute Wahl, wenn jetzt einer nicht allzu viel Volumen hat und nicht extrem viel mitnehmen möchte. Da würde ich jetzt sagen, da sind wir voll im Bereich von einem, ja, vollwertigen Winterrucksack bereits. So 45 Liter sollte man haben, wenn man eine Übernachtung einplant, wenn Zelt, Biwaksack, Schlafsack, Lebensmittel, Kocher und so weiter dabei sind, sollte man 45 Liter haben, circa, man kann es nicht verallgemeinern. Wenn das Ganze dann aber in den Winter reingeht, braucht man dementsprechend einen größeren Schlafsack, man braucht vielleicht ein größeres Zelt, man braucht mehr Lebensmittel, man hat auch einen sehr hohen Wasserbedarf im Winter, darf man auch nicht unterschätzen. Und da ist dann ein, ja, Rucksack jenseits der 60 Liter angesagt. Und hier haben wir jetzt den Pathfinder MK2 mit 75 Liter. Und ja, das ist ein schöner Rucksack, den ihr auch als Winterrucksack einsetzen könnt von der Volumenzahl her. Schauen wir uns den Kameraden mal an. Wir haben wieder ein Bodenfach und da habt ihr die Möglichkeit, wieder eine Isomatte, Zelt etc. unten reinzuschlaufen. Die Schlaufen könnt ihr sehr lang machen, das reicht locker. Seitlich haben wir wieder die Taschen und das Molle-System. Hier an dem Molle-System könnt ihr zum Beispiel zur Volumenerweiterung auch den Tech Pouch 8 von TT hinmachen. Und dann habt ihr den auch schon mal schön erweitert. Hier seitlich links und rechts haben wir Wasserflaschentaschen, passt zum Beispiel die Nalgene Oasis rein. Das Bodenfach kann wieder mit dem Reißverschluss abgetrennt werden oder ihr könnt es entzippen, dass ihr einen Stauraum komplett von oben bis unten habt. Hier das Bodenfach
passt wieder. Zum Beispiel der Defense 4 von Carinthia rein. Also so ein 3-Jahreszeiten-Schlafsack, wenn der nicht allzu groß ist. Kein Problem, passt ins Bodenfach. Ja, das Vorderfach hat ein interessantes Feature. Ihr seht jetzt, das ist hier gesichert, dass der Reißverschluss nicht von selber aufgeht. Da ist so ein kleiner Karabiner dran. Ist ein schönes Detail. Und jetzt könnt ihr hier runterzippen und habt dann ein extra großes Staufach. Hier ist der kleine Karabiner, der dann hier den Reißverschluss sichert. Und hier könnt ihr dann richtig draufpacken vorne. Und da passt zum Beispiel jetzt auch ein Helm rein und so weiter. Hier an der Seite ist eine Bebänderung. Und die könnt ihr locker machen oder zusammenziehen, je nachdem, wie groß die Ausrüstung ist, die hier vorne rein soll. Und jetzt kommen wir zu einem sehr schönen Feature, was ich jetzt zum ersten Mal sehe bei TT. Und zwar könnt ihr das hier aushängen und habt dann noch mehr Stauraum oder könnt das Vorderteil komplett nach vorne klappen, wenn ihr wollt. Und das ist deswegen so gemacht, damit auf die Bebänderung nicht so viel Kraft einwirkt. Da könnt ihr dann nämlich richtig schön zurren. Also ihr könnt es hier so aufzurren. So. Und dann habt ihr das hier in der Länge verstellt. Das heißt, ihr könnt da wirklich richtig viel vorne reinpacken, ohne dass das Ganze zu instabil wird oder rumlabbert. Das ist sehr, sehr fein gelöst. Tolle Sache. Schöne Innovation von TT. Und hier ist dann der Reißverschluss gesichert. Weil wir gerade in der Nahaufnahme sind, hier könnt ihr einen Eispickel, ein Beil etc. befestigen und auf der anderen Seite haben wir das auch. Das Deckelfach hat hier ganz oben die Möglichkeit, dass ihr Packriemen durchfädelt für Isomatte etc. Und was kommt denn hier zum Vorschein? Eine Regenhülle. Ja, eine Regenhülle in Oliv, die nochmal gesichert ist, dass sie nicht abhaut. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe seltenst eine Regenhülle mit dabei, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass durch mehrere Deckelfächer nur extremer starker Regen durchgeht. Und wer jetzt im oberen Bereich des Rucksacks nichts hat, was extrem wasserempfindlich ist oder eben die wichtigen Gegenstände, die wasserempfindlich sind, nochmal durch innen, durch wasserdichte Innenbeutel sichert, der braucht eigentlich nicht zwangsläufig eine Regenhülle, aber das ist nur meine Meinung. So, wir machen ihn auf. Hier vorne haben wir wieder im Deckelfach, wie von TT bekannt, ein Erste-Hilfe-Fach mit Reißverschluss. Wir haben hier einen Kompressionsgurt und einen sehr großen Schneefang. Da könnt ihr wieder hier zuziehen und oben zuziehen. Der Pathfinder MK2 hat vergleichbare Features wie der Rangepack MK2. Wir haben hier ein Deckelfach, was stufenlos nach oben verstellt werden kann, um noch mehr Lasten unterzubringen, und können dann den Zurgurt für die Schultergurte auf verschiedene Positionen festhängen. Wir können, hier ist es jetzt in der Mittelvariante, man kann aber auch noch das, wenn man einen kurzen Rücken hat, hier unten durchfädeln, und wenn man einen langen Rücken hat und das ganz nach oben gestellt hat, hier oben durchfädeln. Also super Feature. Der Rucksack ist wirklich geeignet für verschiedenste Rückenlängen. Ja, das Tragesystem ist hier ein V2, was eben komplett eingestellt werden kann. Hier
Hier oben können wir die Schläuche jeweils vom Trinksystem durchfädeln und wir haben hier die Lastübertragung mittels Stangen bei dem Rangepack MK2 sind es ja richtig dicke Platten und hier, weil das Volumen geringer ist von dem Rucksack, sind es Stangen, die die Last direkt auf den Beckengurt übertragen. Hier an dem Beckengurt haben wir wieder so ein Molle-kompatibles System hingenäht, da könnt ihr Wasserflaschen, Taschen zum Beispiel befestigen. Soweit zu diesem Rucksack. Die wichtigsten Features habe ich euch gezeigt und wir kommen zum Load Carrier. Der Load Carrier, der ist gedacht, um sehr schwere Lasten, die zum Beispiel auch unflexibel sind, tragen zu können. Man kann hier zum Beispiel große Weithalsfässer drauflasten, man kann Brennholz damit tragen und so weiter. Also wenn es um richtig schwere Lasten geht, da seid ihr mit dem Load Carrier bestens bedient. Ihr habt hier die Möglichkeit, Molletaschen hinzumachen. Habt dann zum Beispiel unten das Brennholz und hier oben dann eine Molletasche befestigt. Hier seitlich haben wir auch eine Mollebebänderung runter. Dann hier steht der richtig schön stabil auf seinem Metalltragegestell. Die Rückseite sieht so aus. Wir haben hier oben nochmal zwei Durchführungen, um dann eine Last nochmal mit Spanngurten hier vorne runter befestigen zu können. Hier haben wir einen Tragegriff und eben ein Schwerlasttragesystem. Das kann man hier wieder auf den Rücken einstellen und hat dann zwei Möglichkeiten, den Schultergurt dann von der Höhe her stramm zu ziehen. Vom Becken her ist es so, wir haben ein sehr dickes, gepolstertes Hüfttragesystem, das man dann hier auch seitlich noch einstellen kann. Und zusätzlich wird die Last hier über die Stange zum Beckengurt geführt. Aber das hauptsächliche Tragesystem, worum es hier geht, ist eben der stabile Metallrahmen. Der Load Carrier wiegt rund 3 Kilo, was ich nicht viel finde für so ein stabiles Metalltragesystem. Und ja, wenn es um unflexible, schwere Lasten geht, ist das eine richtig feine Sache. Natürlich könnt ihr da auch große Packsäcke vorne hinschnallen und so weiter. Ja, also für einen harten Schwerlasteinsatz, feines System. Soweit, so gut für heute. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Soweit zu den TT-Neuheiten 2016. In den anderen Filmchen seht ihr dann noch andere Neuheiten von TT für 16. Und ich würde sagen, wir sehen uns in alter Frische, wenn ihr wollt. Bis bald im Spezialdepot.